Oh, jetzt könnte das. Jetzt, jetzt müssten wir den Ton langsam hingekriegt haben. Ich krieg zumindest einen Ausschlag. Wir spielen Detroit Become Human. Ich habe das Spiel schon gespielt, bin auch bis zum Ende gekommen, aber leider habe ich sämtliche Leute in diesem Spiel gekillt. Außer den Hauptcharakter, den habe ich am Leben gelassen. Ich bin auch relativ gut durchgekommen, nur ich war nicht so ganz zufrieden insgesamt mit meinen Entscheidungen. Connor, den heißen Typen, habe ich glaube, auf alle erdenklichen Arten umgebracht, die dieses Spiel zur Verfügung stellt. Alle. Also, wir machen jetzt eine neue Geschichte. Okay, let's go. Oh, ich bin schon mittendrin. Okay. Phillips Caroline. Geboren 23.05.2001, Phillips Emma, geboren 2.09.2028 und Phillips John, geboren 11.10.1999. Hi, Frau Gathers! Herzlich willkommen im Feierabend! Wir fangen gerade an, du hast noch nichts verpasst. Ich bin keine 2 Meter vorwärts gekommen. Wir spielen Detroit Human. Wir haben gerade erst ein Bild in die Hand genommen. Leg die Füße hoch, hol dir was zu trinken und genieß den Stream. Okay, scheint eine Happy Family zu sein. Okay, auf dem Bild. Hört sich nicht so an. Okay. Oh no. Ja. Oh, ich kann ihn retten. Ja, mach. Sehr gut. Eine gute Tat am Tag. Fisch gerettet. Okay. Ich weiß ja noch nicht, was passiert ist, aber der Fisch hat schon mal überlebt. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um deine Ziele einzusehen. Finde Captain Allen. Es scheint er zu sein da hinten, wenn es schon gelb leuchtet. Ich schaue mich, glaube ich, erstmal um. Oder? Schaue ich mich erst um? Oder gehe ich direkt hin? Oh Gott, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Okay, ich gehe hin. Sieht heikel aus. Nicht, dass sie irgendwie Zeit verplemper mit rumschauen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon 2 meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Ich frage mal nach dem Verhalten. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ja. Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Nee, wir deaktivieren den besser nicht. Wir fragen mal nach dem Schock. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Oh. Ja, oh. Fast eine 50-50-Chance. Rette die Geisel um jeden Preis oder verstehe, was passiert ist. Ich mache beides. Wenn es geht. Oh ja. Eine Waffe fehlt.
Eine Black Hawk. Kapazität 17 Kugeln. Na gut, aber... Müsste jetzt nicht von dem sein, oder? Könnte auch von der Polizei sein. Okay, ich kann was rekonstruieren. Okay, ich habe jetzt eine Zeitleiste, an der ich mich entlanghangeln kann. Und hier finde ich raus, was passiert ist, also was ich nicht gesehen habe, was vorher passiert ist. Okay, offensichtlich hat der Abweichler die Waffe aus dem Schrank geholt. Schaut doch gut aus, oder? Haben wir alles. Oder schon mal ein Teil. Er hat die Waffe aus dem Schrank geholt. Also doch die von dem Angreifer. Durchsuche das Zimmer der Geisel. Es sieht doch nach einem Kinderzimmer aus und es geht scheinbar um ein Kind. Die hat Musik gehört. Das Kind hörte keine Schüsse. Natürlich fies. Und sie hatte ein Tablet. Daniel. Okay. Also eigentlich hatte sie mit Daniel offenbar ein gutes Verhältnis, der Android des Hauses. Du hast einen Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Ist das oft vorteilhaft? Okay, ich glaube, wir haben hier alles. Schauen wir weiter. Oh Gott, Connor. Wir laufen aber auch wie besoffen. So. Badezimmer. Scheinbar uninteressant. Okay, die richten alle die... Er steht scheinbar draußen. Oh. Oh, der Vater ist schon mal dahin. Schusswunde, Lungenblutung, innere Blutungen. Verstorben, Phillips John. 19.29 Uhr. Schusswunde, Lungenblutung im Pneumothorax. Okay, also er ist erschossen worden. Schauen wir mal. Von hinten offensichtlich. Der Vater hielt etwas in der Hand. Wurde dann erschossen. Und hier sieht man, wie ihm das Tablet aus der Hand fliegt und es da hinten landet. Genau, und da liegt es auch noch. Schauen wir mal, was er gerade angesehen hat. Der Abweichler sollte ersetzt werden. Er hat sich gerade schlau gemacht, ob er einen anderen Androiden kauft. Okay, Oh. Lassen Sie mich vorbei. Oh, hier lag noch was. Frisches blaues Blut. Android ist verwundet. Wir werden den vermutlich schon angeschossen haben. Hallo, Delta. Okay, dann gehen wir mal raus.
so von Android zu Android. Au! Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los! Vielleicht hätte ich doch noch was anschauen sollen, bevor ich rausgehe. Oh Gott, wir wissen halt einfach nur den Namen. Oh Gott, so viel wissen wir nicht. Gewinn das Vertrauen. Langsam nähern. Wir sind mal ruhig. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Wo gehen wir denn dann links rum? Ich laufe natürlich dagegen. Möglicher Grund. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Nein. Jetzt machen wir mal hier Beziehung zwischen ihm und dem Kind. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Wir bleiben einfühlsam. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden! Ja. Ja. Die Situation ist unter Kontrolle. Nicht ganz. Aber er kann ja mal weg. Da! Du kriegst dein Bild! Ja, die Grafik ist echt mega. Obwohl es so alt ist, ja, das stimmt. Oh, Vertrauen! Du musst mir vertrauen, Daniel! Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut! Oh ja. Das sieht gut aus. Huhu. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Nein. Kompromiss? Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Es bleibt bei 99. Ich opfer mich nicht. Wir beschwichtigen. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Hier wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Oh Gott. Okay. Oh, come on. Ach Gott, Leute. Ich hatte ihn doch. Na toll. Du hast gelogen. Ja, offenbar. Du hast gelogen. An mir lag's nicht. An mir lag's nicht. Wer war denn das? Der muss gefeuert werden, der Scharfschütze da oben. Ich habe gesagt, die Situation ist unter Kontrolle. Ich hatte alles im Griff, okay? Alles. Stehe ich da? Jetzt stehe ich da, wie der Depp. Oh Mann, wenigstens ist Connor diesmal nicht draufgegangen. Lass mal gucken, was so der Rest der Welt entschieden hat. Die Hälfte. Ich hatte ihn aber, also ich finde es krass, dass er auf 100% gehen kann, auf 100% Vertrauen. Also es hätte gut ausgehen können, wenn er nicht irgendwer gemeint hätte, dann doch noch zu schießen. Also
Vor allem hat doch der Scharfschütze hat doch geschossen, obwohl er das Kind schon losgelassen hatte. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Ach so, genau deswegen, weil er das Kind losgelassen hat, oder was? Ich habe auf alle Fälle ein paar Hinweise nicht gefunden. Ach, freie Schussbahn. Ach so, die hätten den so oder so abgeschaltet oder getötet wahrscheinlich, oder? Fürs freien Willen entwickeln. Ach, schade. Mal weiter. Wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kochte 10.000 Gerichte, Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Wie überdimensionale Barbie-Puppen stehen sie da. Ich denke schon, ich habe das Spiel auch zweimal angefangen. Ich habe es nicht geschafft, dass der Android überlebt. Achso. Ist er bei dir jedes Mal draufgegangen? Was im Haus anfällt. Malern, Klempnern, Gärtnern, Reparieren. Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf. Bitte, wir machen alles fertig. Verzeihung, was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeige Sie. Da ist er. Das wird's bald das geben. Ich sag euch. Zum zu ich denke, bei dem Spiel kannst du alles schaffen, 100% und alle überleben. Ja, hoffentlich. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Hi, Kara. Es wird wahrscheinlich so schwer. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir schon mal den ersten Androiden gerettet. Naja. Er hat nicht überlebt, aber sagen wir mal so. Also, auf eine Art überleben lassen, wie ich es bisher noch nicht geschafft habe. Das Spiel ist so schön. Von der Musik auch. Es ist schon irgendwie realistisch, wie die das so darstellen. Dass so Androiden irgendwann die Aufgaben übernehmen, auf die die Leute keine Lust haben. Haushaltstätigkeiten. Also ich habe ja jetzt schon einen Wischroboter und einen Saugroboter. Jetzt schon. Die schauen noch nicht menschlich aus, aber die machen schon Tätigkeiten, auf die ich keinen Bock habe. Du hast auch beim ersten Durchgang verkackt, beim zweiten deutlich besser. Ich habe jetzt bislang nur einen gemacht und ich habe fast geheult, weil ich Connor dauernd umgebracht habe. Das hat er nicht verdient. Also ich weiß, ein, zwei Schlüsselstellen, da würde ich mich jetzt bewusst anders entscheiden. Bewusst. Weil das mache ich nicht nochmal falsch. Da habe ich mich so geärgert beim ersten Mal, dass es schiefgelaufen ist. Okay. Ja, Biene ist leicht realistisch, dass es mir machen können. Ja. Irgendwie fände ich es sehr cool. Ich würde es schon noch gern miterleben, solche Androiden zu haben. Ich würde mir direkt einen zulegen. Aus Fehlern lernt man. Hoffentlich. Hoffentlich. Der Zeitdruck macht es nicht besser unbedingt. Hey, ist doch die Kleine, die uns angeguckt hat, oder? Das ist ja der Typ von Grey's Anatomy übrigens, gell? Der ist Hottie. Da tust du ja ein Haushaltsandroid nie wieder selber putzen, das wäre der Hammer. Du sagst es, Staubsaugerroboter und so ist ja alles nett, aber die machen halt die Flächen oben nicht. Und da bräuchte es dann einen menschlichen Android. Und wenn der so aussieht wie er,
Hätte ich auch nichts dagegen. Okay, wir haben ein Ziel. Wir haben ein Ziel. Zum Malereibedarf. Schau, der muss da rächen. Sie geht das Kind da rumfahren. Ein Personal Trainer hat der andere, oder? Ja, auch nicht schlecht. Personal Trainer. Er verurteilt dich sicher nicht, auch nicht für die Blicke. Ja. Das Bad putzen, ja. Oh Mann, ich sehe schon. Kann ich jemand Cyberlife mal eben gründen? Diese Androiden erstellen? Oh, hätte ich... Jetzt habe ich bestimmt schon wieder was versemmelt. Warte, ich muss doch mal zurückgehen. Schau mal, der ist doch... Hübsch. Ne, okay. Nichts vergessen. Ich kann nicht sprinten. Und die haben auch schon die Autos, die selbstfahrenden Autos. Lieber nicht, man weiß ja nie. Sarah Connor? Hä, was meinst du mit Sarah Connor? Oh, warte mal. Hol dir die Bestellung bei Malereibetrieb Bellini ab und geh zum... Ja. Stress mich mal nicht, ich muss mich jetzt mal umkaufen. Ja, die machen die ganzen Straßenarbeiten, aber beaufsichtigt werden sie immer noch von einem Menschen. Terminator. Skynet. Ich muss gestehen, ich glaube, ich kann eurer Unterhaltung gerade nicht folgen. Achso, ich muss mir Terminator anschauen. Entschuldigung. Ups. Okay. Okay, sorry. Ja, ich schreib's auf die Liste. Terminator. Androids run our country. We want jobs. Das ist natürlich die... ja, das ist die Kehrseite, gell, von der Medaille. Wenn es Computer gibt, die Arbeiten erledigen, müssen es keine Menschen mehr machen. Das heißt, es wird die Arbeitslosigkeit wird steigen. Ja. Oh, wir müssen auf grünes Licht warten. Hier wird nicht bei Rot gegangen. Okay, jetzt. Okay. Halte, um das GPS zu benutzen. Achso, jetzt weiß ich auch, wo ich hingehen muss. Ich hätte noch 61 Meter in die Richtung zum Malereibedarf Bellini. Aber wenn da so zwei Schlösser sind, gibt es bestimmt noch irgendwas anderes zu entdecken. Und wenn ich eins gelernt habe inzwischen in Story Games, dann lauf nicht einfach völlig bekloppt zum Ziel, sondern schau dich erstmal in Ruhe um. Der Stress, der aufgebaut wird, ist nicht immer real. Ich lasse mich immer voll stressen und renne einfach zu dem Ziel und mache, ich bin total pflichtbewusst eigentlich in den Spielen und ich arbeite das ab und dann am Ende merke ich, dass ich die Hälfte übersehen habe, weil ich mir die Zeit nicht genommen habe, irgendwas anzuschauen. Nee, diesmal mache ich es besser. Freie Plätze beim Androiden Park Service. Okay. Hotdog. Oh. 35% Arbeitslosigkeit. Okay, ich darf hier gar nicht entlang. Gibt's jetzt nichts zu sehen für mich? Es wird immer Menschen geben, die immer nur die Androiden für ihr Unglück verantwortlich machen. Ja. Dabei ist es logisch, wenn wir uns entwickeln. Also, ich glaube, Menschen haben so die Eigenart, immer einen anderen verantwortlich zu machen. Ob es ein Android ist oder für die anderen für ihr Unglück verantwortlich zu machen, schreibst du. Ja, genau, die anderen. Du sagst es. Ich lese schon nur Android vor lauter Detroit Become Human. Ich glaube, es gibt nichts für mich zu entdecken. Habe ich Kleingeld? Scheinbar nicht. Das sollte
Marco sagt es wahrscheinlich auch, weil er Technik liebt. Technikliebe ist die einzig wahre Liebe. Irgendwie auch wahr. Das ist die teuerste wahrscheinlich, aber auch. Die teuerste Liebe. Das ist die, die du regelmäßig ersetzen darfst und willst. Das geht zwischenmenschlich nicht so gut. Die Vergeltung steht bevor. Technologie. Auch den können wir anschauen. Technologie ist das Böse. Wir spielen Gott und erschaffen Maschinen. Doch wir sind nicht Gott. Wir sind nichts als Staub. Warum guckst du mich so an, Dämon? Oh mein Gott. Ich weiß, wer du bist. Ja. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Chill. Okay. Wir bauen Androiden nach unserem Bilde. Hi Martin, willkommen im Feierabend. Hol dir was zu trinken, leg die Füße hoch und genieß den Stream. Wir spielen Detroit Become Human. Du hast noch nicht so viel verpasst. Wir sind gerade unterwegs, Bestellung 847 beim Malereibedarf Bellini abzuholen. Wir haben uns gerade angehört, wie Androiden verhasst sind, weil sie Arbeitsplätze kosten. Und angeblich sind wir das Böse. Wir sind das Böse, weil wir ein Android sind im Moment. Das nehmen wir einfach mal so hin. Und im Chat haben wir bereits festgestellt, dass die einzig wahre Liebe die zur Technik ist. So, schau mal, Bellini Paints haben wir schon erreicht. Da sitzen echt viele auf der Straße. Wahrscheinlich ist es nicht so gut, da als Android so happy rumzulaufen. Die anderen sind arbeitslos, weil ich jetzt den Botengang erledigen kann. Schön ist da. Was hat er denn da im Schrank? Sind das Kerzen? Identifikation bestätigt. Bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Logisch. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Ja, so unkompliziert kann es halt auch sein, gell? Einfach mal per Blickkontakt, PayPal-Zahlung, fertig. Jetzt nehmen wir den Bus nach Hause. Okay. Benutze die Taste, um den Kamerawinkel zu ändern. Okay. Zum Bus geht's nicht hier lang. Na was? Okay. Ich nehme keine Drogen, ehrlich. Okay, Bro. Ah, ich finde das schon abgefahren. Also so CyberLife, so ein Riesenunternehmen, was so Androiden herstellt. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es eines Tages kommt. Ist es möglich, hier durchzukommen, ohne dass ein Android drauf geht? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kenne das Spiel bereits gefühlt 20 Mal durchgespielt. Wow, Martin, krass. Ich habe es einmal bisher durchgespielt und war mehr als unzufrieden mit meiner Leistung. Deswegen ich es noch garantiert mindestens noch einmal durchspielen muss. Ich weiß jetzt schon an ein paar Schlüsselpunkten, was ich anders machen will. Aber... Es gibt so viele unterschiedliche Ausgänge und zum Teil, glaube ich, kann man ja auch echt versagen, wenn man zu spät ist. Dann entscheidet das Spiel für dich, wenn du irgendwie zu lange gewartet hast. Ich weiß aber nicht, wann.
Sterben Androide oder werden sie nur dysfunktional? Also nachdem der andere gerade so knallhart vom Sniper abgeschossen wurde, glaube ich, die können auch sterben. Also der ist auf alle Fälle dahin, glaube ich. Wo willst du hin, Blechbüchse? Oh. Nur vorbei. Ach wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Dabei hätte ich mit meiner Stahlfaust mit einem Hieb wahrscheinlich recht. Ja, komm. Leute, das macht's doch nicht besser. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Ja. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du doch wohl sagst. Na los, geh weiter. Hat auch was Gutes. Der Android ist da echt entspannt. Der lässt sich da nicht provozieren, gell? Es gibt Geschehnisse im Spiel, die leider unvermeidlich sind, aber man kann allerlei Androiden retten, ja. Ich glaube auch, dass manche Sachen, die kommen, egal wie. Aber ich habe also beim letzten Mal einfach komplett versagt. Ich habe außer ihnen niemanden gerettet. Und ich glaube, das geht besser. Manche Tastenkombinationen scheinen richtig krass zu sein. Ich gebe zu, ich habe jetzt beim zweiten Durchlauf auf einfach gestellt. Weil beim ersten Mal... Zum Glück habe ich das Offstream gespielt. Das hat ja keiner sehen wollen. Es gibt eine grundlegende Story. Die zwei unangenehmsten Situationen, Markus hier geführt hat, wären zum Beispiel... Echt jetzt? Ich hätte ihn gar nicht zusammenschlagen lassen müssen. Hätte ich einfach andersrum zum Bus gehen sollen? Oh. Oh. Okay. Sorry, Markus. Oh nein! Ja doch! Jetzt habe ich den Bus auch noch verpasst! Direkt vor der Nase weggefahren! Ja, so Kleinigkeiten! Ich hätte einfach nur andersrum zum Bus laufen müssen! Aber da kommt man einfach nicht drauf. Du nimmst den schnellsten Weg und wahrscheinlich die meisten Leute nehmen den schnellstmöglichen oder den kürzesten Weg und rennen dann da voll in diese Demo rein, oder? Ja, der hält das aus, Delta. True. Muss er? Das macht ihn nur hart. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, habt ihr es gesehen, ob ich die öffentliche Meinung damit jetzt direkt abgesenkt habe? Die hatte ich zuletzt richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Also man kann ja am Ende nur den Bus nehmen. Also es gibt ja keine Möglichkeit, irgendwie zu sterben. Ist schon mal gut. Das Paket habe ich auch. Aber was hätte ich denn jetzt beim Hotdog-Verkäufer machen können? Dass der Prediger mich anschreit, ist ja auch unumgänglich. Also das ist, glaube ich, du guckst ihn an und dann schreit er dich an. Aber ja, die Demonstranten hätten nicht sein müssen. Ja, mehr als die Hälfte. Fast 65% laufen in die Demonstranten. Auch Prediger hätte es aus dem Weg gehen können. Aber das ist es, wenn du halt einfach nur strikt die Linie entlang läufst, also quasi nur deinem Ziel nachrennst und schaust, dass du dein Ziel erledigst, dann verpasst du ganz viel. Und das kann gut oder halt auch schlecht sein. Und ich denke mir immer, bevor ich was Gutes verpasse, schaue ich mich lieber um. Weil ich sonst immer einfach auf mein Ziel gerannt bin. Und dann habe ich gedacht, nein, du hast so viel vergessen. Du hast so viel nicht gesehen. Okay, machen wir weiter. Kara. Ist denn jemand da, der das Spiel noch nicht gespielt hat? Es gibt keine falschen Entscheidungen, nur tragischere Konsequenzen. Oh.
Das klingt auch nicht so aufbauend. Als ich Kara das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist die Schauspielerin Jennifer Lawrence. Aber ist sie nicht, sie schaut ihr nur sehr ähnlich. Okay. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Mhm. Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Ja, Todd. Fang hier unten an, mach dann oben weiter. Heavy Rain und Beyond Two Souls habe ich auch gespielt. Auf der PlayStation. Fahrenheit nicht. Ist es das älteste Spiel dann wahrscheinlich? Heavy Rain ist schon lange her, dass ich das gespielt habe. Kann mich fast nicht mehr erinnern. Beyond Two Souls habe ich letztens in einem Stream bei jemandem gesehen, mal wieder. Fahrenheit ist ziemlich alt, ja. Okay. Aber muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist. Das ist ja auch jetzt von 2018 oder 19. Und schau es dir an, Grafik 1A. Okay, wir müssen Geschirr, Müll einsammeln, den Staubsauger anschalten und den Hinterhof prüfen. Starten wir mal mit einer Küche. Ah, oder was haben wir hier? Müll. Okay. Ist das das Telefon? Ja. Achso, bei ihm. Okay. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Kaffeetisch. Putz die Küche. Dresen geputzt. Putze den Kaffeetisch. Oh ja. Da weißt du, wovon der gelebt hat. Pizza! Aber auch sehr spielenswert, hat leider lästige QTE, aber tolle Stories. Quicktime-Events, aber tolle Story. First Try, Marmorheld. Nein, tatsächlich ist es mein zweiter Versuch, aber ich habe beim ersten auch richtig versagt. Ich habe fast alle draufgehen lassen. Connor mehrmals. Was mir sehr leid getan hat. Deswegen versuche ein paar Dinge besser zu machen als vorher. Ich glaube, ich habe aus ein paar Fehlern gelernt, hoffe ich. Aber wir haben jetzt gerade schon festgestellt, dass ich so manche Dinge trotzdem einfach falsch mache. Oder einfach genauso mache wie vorher, weil ich gar nicht in Erwägung ziehe, dass man es anders machen könnte, wie zum Bus zu gehen, also über eine andere Art zum Bus zu gehen, um nicht in die Demonstranten reinzulaufen und keine Schläge zu kassieren. Das ist in meinem Kopf nicht vorhanden. Ich laufe einfach den kürzesten Weg. Und merkt dann, ja, wir werden zusammengeschlagen. Dann kommt Rattus und sagt, hey, du wirst vielleicht gar nicht zusammengeschlagen, wenn du andersrum läufst. Ja, also irgendwie das Spiel, 1000 Möglichkeiten. 1000 Möglichkeiten. Also ich bin immer noch gefühlt Anfänger. Das erste Mal habe ich es auch auf schwererer Stufe gespielt. War ich mit den Quicktime-Events leicht überfordert, gebe ich zu. Komm, Kara, wo ist der Kaffeetisch? Oh, weia. So. Noch mehr Bier und Pizza. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich beim ersten Mal den Müll rausgebracht habe, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne das Game, habe es auch schon ein paar Mal durchgespielt mit verschiedenen Enden, freue mich auch schon auf Part 2. Es gibt ein Part 2, ohne Witz.
Boah, das wäre der Hammer. Wie gut, dass ich es jetzt erst entdeckt habe. Oh, okay. Steht noch nicht fest. Das wäre abgefahren. Es gibt nur Andeutungen. Ich wusste, dass es das Spiel gibt. Ich habe es aber nie gespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich hatte Angst, dass es gruselig ist. Aber ist es ja eigentlich gar nicht. Aber ja, stimmt schon. Es reicht ja nicht, wenn man es einmal spielt. Es ist mit Until Dawn und den anderen auch genauso. Okay, was machen wir jetzt? Ich will schon noch die optionalen Aufgaben schaffen. Wir machen jetzt das Geschirr und dann den Hinterhof. Oh je, der schnauft. Was? Ah ja. Das habe ich mir beim letzten Mal schon gedacht. Sie schaut die Spülmaschine an, entdeckt, dass ein Teil fehlt und bestellt es, obwohl wir wissen, dass der Typ Fred in den Schulden hängt. Vielleicht hätten wir das Teil nicht bestellen sollen, aber es hat, glaube ich, keine Auswirkung. Sehr emotional. Ja, das stimmt. Ich habe es auch erst später kennengelernt und gespielt. Delta, wann hast du es gespielt? Ich bin auf die neue Grafik gespannt. Ey, Marco, lass uns mal beten, dass es nicht auf PlayStation 5 rauskommt. Sonst kann ich es nicht spielen. Gehört zu den Personen, die keine 5er ergattern konnten. Ich hatte es nach langem nochmal zu Weihnachten gespielt. Chloe, wünsche frohe Weihnachten. Anfang 2020. Ah ja, schau Delta, dann bist du ja auch Lockdown-Opfer, oder? So ging es mir auch. Nein, ich habe den ersten Stock noch nicht fertig. Habe ich das Geschirr jetzt schon gemacht? Komm, Kara, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, sonst wird das hier nichts. Ich stand nur rum wahrscheinlich. Nein. Was ist jetzt mit dem Geschirr? Willst du es nicht machen? Habe ich es verpasst? Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal raus. PlayStation 5, da glaube ich dir an Einhörner. Hey, du sagst es. Keine Ahnung, Leute spielen damit. Ich glaube nicht, dass es sie gibt. Ja, Marco steckt bei der PlayStation 6 wieder eine. Ich glaube auch, ey. Die könnten, also wenn wir sie jetzt schon bestellen könnten, vielleicht wären wir dann auch rechtzeitig dran. Bin ich doof? Warum reagiert sie denn nicht? Häng die Wäsche ab. Ach so. Nix ohne Wäschekorb. Ja. Wasche die Wäsche erneut. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Kleine, die es einfach nur schwer hat. Schlechte Hausfrau. Ey, du sagst es. Ich würde vor dem Wäscheding stehen. Keine Ahnung, reagiert nicht. Lass dir die Wäsche hängen. Ich frage sie mal. Im Spiel. Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Auch wenn wir keine Zeit hätten, wir müssen Hausarbeit machen. Das Wetter interessiert die nicht in dem Alter. Fragen wir mal nach dem Hinterhof. Spielst du gerne draußen? Hey, wir haben sie für uns gewonnen, obwohl sie nichts gesagt hat. Hört ihr den Typen? So, jetzt gehen wir Wäsche waschen. Erfahrene Nutzer wissen, was jetzt passiert.
Ich erinnere mich gut, weil ich mich ungefähr erschreckt habe, wie es sah aus das erste Mal. So, Waschmittel. Geräusche sind etwas beunruhigend, allerdings. Zumal wir davon ausgehen, dass er alleine ist. Beim ersten Durchgang habe ich auch den Hinterhof auszusehen ausgelassen. Fass bloß mein Zeug nicht an. Das regt mich auf. Tut mir leid, Todd. Du hältst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend. Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Nein, Todd. Und schon wissen wir, warum sie in Reparatur war. Und Alice weiß es auch. Obwohl ich es dreimal durchgespielt habe, kenne ich immer noch nicht alles. Ich glaube, so wird es mir auch gehen. Bei meinem ersten Playthrough habe ich wirklich noch viel Schlimmeres von Todd erwartet. Ja, ja, tatsächlich. Aber ich weiß ja auch noch nicht, was er noch alles so drauf hat, wenn ich ehrlich bin. Ich will jetzt noch nicht so spoilern. Wenn wir die Szene abgeschlossen haben, erzähle ich euch, was ich beim ersten Mal gemacht habe. Ja, Junge! Was ist mit ihm? Okay, jetzt probiere ich es nochmal mit dem Geschirr. Komm schon, Kara. Sei ein guter Hausroboter. Bitte. Ach, ich soll Geschirr einsammeln, oder? Okay, nicht waschen. Was gibt's da zu sehen? Okay. Wow, tut mir leid. Heute stelle ich mich aber an. Wo ist Geschirr, was wir einsammeln können? Man sieht es ja am Ende, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt. Nicht unbedingt. Du siehst, dass du was verpasst hast, aber du weißt nicht, was es bedeutet hat. Also welche Ausgänge das gehabt hätte und vor allem nicht, wie es sich auf die Folgesequenzen auswirkt. Spürst du es überhaupt, wenn sie vom am Hals gepackt wird? Nee, glaub nicht. Aber du siehst an ihrem Kringel, wenn das gelb wird oder sogar rot, dass ihre Software instabil wird. Also du hast vorhin gesehen, als Markus geschubst wurde, ist er gelb geworden und wenn die Software komplett instabil wird, dann wird es rot. Das siehst du, dass die Schwierigkeiten haben. Stimmt, das ist so ein bisschen Einstellungssache, ob man jetzt dran glaubt, ob sie das fühlen oder nicht. Der Kerl und die Geräusche. Das nicht stimmt, aber du siehst die Schlösser bei den verschiedenen Szenarien. Man sieht die Schlösser, ja. Aber, Delta, man weiß nicht, ob das Schloss etwas Gutes zu bedeuten hatte oder etwas Schlechtes. Wenn ich jetzt nicht in die Demonstration gelaufen wäre und nicht zusammengeschlagen worden wäre, hätte ich das auch als Schloss gesehen wahrscheinlich und hätte mir gedacht, oh, habe ich was verpasst, aber wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn ich es verpasst hätte. Marco, spiel einfach das Spiel. Oder schau zu. Ja, genau. Ja. Bring mir ein kaltes Bier. Ja. Sofort. Oh Mann. Ist jemand mobil, um Rattus kaltes Bier zu bringen? Ich will nicht spoilern, du Abweichler. So, hier. Prost. Eishockey. Wir müssen den Roboter noch anschalten. Oh, erst aufräumen, damit der Roboter fahren kann. So.
Mich wundert er, dass er jetzt nicht angepisst ist, dass ich den Roboter angeschaltet habe, wenn er doch eigentlich gerade das Spiel schaut. Das hätte mich jetzt... Du hörst jetzt sofort damit auf! Okay, es wäre angepisst, weil das Kind mit dem Roboter spielt. Ständig nervt sie. Nervendes Kind. Okay. Können wir was zu ihr sagen? Nicht. Caroline, hier lang. Okay, wir gehen da lang. Dann sagen wir ihm jetzt, dass wir im ersten Stock fertig sind. Vielleicht ist er so leise und unauffällig. Aber echt, also, er ist ja wegen allem angepisst. Aber wenn ich ein Spiel schaue und da macht jemand einen Saugroboter an, würde ich sagen, geht's noch? Jetzt nicht? Sieht das schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Selbst sie nervt. Okay, Kara. Wir machen ihn nicht wütender, als er schon ist. Und gehen einfach nach oben. Weg, oh mein Gott. Sorry. Das habe ich auch nicht geschafft gehabt beim ersten Mal. Das haben wir schon angeschaut, dass er pleite ist. Sind wir ihm voll ins Bild gelaufen. Sauerei. Lüften, Bett machen, Unordnung aufräumen. Gitarre kann er spielen. Du kannst entdeckte Artikel im Bereich Extras ansehen. Androiden Quarterback. CyberLife präsentiert den Androiden Quarterback. Angesichts der Präsentation, es gibt einen Quarterback als Android. Das Modell ist über 1500 Spielzügen programmiert, von Klassikern wie Bootlegs und Handoffs bis hin zu spezielleren Manövern. Wollt ihr, dass ich euch sowas vorlese oder lest ihr selbst? Oder sollen wir es überspringen? Gebt mir gerne Rückmeldung. Weil diese kommen ja öfter. Und wenn ihr das schon gespielt habt, kennt ihr wahrscheinlich die Artikel, die da kommen. Aber ja, es werden Profispieler tatsächlich schon ersetzt mit Androiden, was irgendwie auch ein bisschen ungerecht ist wahrscheinlich. Autonome Fahrzeuge. Fahrzeuge über Leben und Tod entscheiden. Zieht ein fahrerloses Fahrzeug einen Unfall vorher, trifft der Computer des Autos Entscheidungen über Leben und Tod. Zum Beispiel, welcher von zwei Fußgängern überfahren werden soll. Doch über den exakten Prozess mit den Autos, die diese Entscheidungen treffen, ist nur wenig bekannt. Hey, ich glaube, so ist es mit den Autos, mit den autonomen Fahren, was wir jetzt gerade entwickeln, in unserer heutigen Zeit wahrscheinlich ähnlich. Wer soll programmieren, was dieses Auto entscheiden soll? Wenn zwei Fußgänger auf die Fahrbahn laufen, Oma und Kind, wer wird überfahren und warum? Wie entscheidet das Auto, wer überfahren wird? In solchen Situationen sammelt das bildgebende System des Autos Daten, um in Sekundenbruchteilen Alter, Geschlecht, Lebenserwartung zu bestimmen. Die Daten werden mit öffentlichen Statistiken abgeglichen, um Familienstand, Lebenserwartung und mögliche Kinder zu ermitteln. Dann weist das Auto jedem möglichen Opfer aufgrund von Kriterien wie ihrem Beitrag zur Gesellschaft einen Wert zu. Boah, okay, es wäre interessant, oder? Woran es ein Auto festmacht, ob du Wert an der Gesellschaft hast und ob man dich dann besser überfährt oder nicht. Ärzte und Krankenschwester werden bevorzugt. Also ich wäre überfahren worden. Social Credit List grüßen. Vor allem, wie wollen sie den Arzt ausfindig machen, wenn er nicht zufälligerweise mit seinem weißen Arztkittel über die Straße läuft? Aber gut. Es hat kein Recht, solche Urteile zu fällen. Jemand mit einer Vorstrafe ist für die Gesellschaft nicht zwangsläufig weniger wert als ein Arzt. Wir möchten, dass unsere Autos die bestmögliche Auswahl treffen und dafür benötigen sie alle zur Verfügung Informationen. Je mehr, desto besser. Wenn das mal so kommt, dann muss man alle seine Daten offenlegen, damit du im Zweifelsfall vom Auto als wertvoller gesellschaftlicher Teilnehmer akzeptiert wirst, damit du nicht überfahren wirst. Ja, GPS im Arm für jeden. Am Stethoskop. Okay. Aber echt, es ist ja nicht... Also...
jetzt mal so gesagt, es ist nicht ganz abwegig. Wenn wir jetzt autonomes Fahren erlauben, irgendwer muss sich diese Gedanken machen. So ganz abwegig ist es tatsächlich nicht. Okay, jetzt habe ich wieder vergessen, was wir machen wollten. Das Bett, Unordnung und Lüften. Das waren, glaube ich, Schallplatten, oder? Dies ist einfach mit den Gedanken ein Schild. Als erstes Basketball. Die Gier ist bereit. Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Laut Arbeitsministerium stieg die Arbeitslosenquote. 37% Arbeitslosenquote. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen. Naja. Wir haben für sowas keine Zeit. Was musste ich noch machen? Unordnung. Ein Antidepressivum hat sie gefunden. Und eine Waffe. Wenn die Straßen noch digital ausgebaut sind. Ich glaube, das autonome Fahren ist kurz davor zugelassen zu werden. Irgendwie wäre es ja schon cool, muss ich sagen. Keine Wahl, einfach bremsen. Ja, wenn's geht, natürlich. Am besten keinen überfahren, ja. Bin im Kfz-Gewerbe tätig und bislang soll der Entwickler der Software dafür bedankt werden. Oh, dann macht's wahrscheinlich keiner. Oder? Weasel Time. Also ich glaube, wenn der Entwickler der Software dafür belangt werden soll, dann wird es keiner auf den Markt bringen. Das versichert ja auch niemand. Gibt es nicht 5 Stufen beim autonomen Fahren? Es geht um einen Unfall, den das Auto nicht selbst verursacht. Die Frage ist, ob Software entscheiden sollte, wer leben und wer sterben darf. Ich glaube, die Frage ist dann noch, kann der Fahrer, hat er die Möglichkeit einzugreifen? Ja oder nein? Und wenn ja, ob dann nicht der Fahrer belangt wird? Aber ich glaube, du kannst die Software nicht oder die Softwareentwickler nicht dafür haftbar machen. Die werden ja dann für alle Tode zuständig, die in diese Kategorie fallen, die sie als schlechter einstufen, oder? Entscheidung ist noch nicht geklärt. Ey, ich bin aber auch froh, dass ich das nicht treffen muss, die Entscheidung. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass das kein Mensch, kein Versicherer der Welt absichern würde, den Softwareentwickler. Ah, jetzt hier lüften. Ach, mit Shift. Das wird nötig sein. Wenn man einen Defibrillator nimmt, entscheidet doch jetzt schon die Software als ein Gerät. Ja, der Autohersteller wird für Unfälle verantwortlich sein, die hätten vermieden werden können. Ja. Und der Defibrillator misst einen echten Wert, einen Puls. Das kann das Auto nicht. Das Auto sieht ja nur, du bist in der Nähe und ob es in diesen Sekundenbruchteilen entscheiden kann, ob du wertvoll bist für die Gesellschaft oder nicht. Wie schon gesagt, woran soll er das messen? Was haben wir denn jetzt gefunden? Oh, Kara hat sehr intensiv drüber nachgedacht, ich habe es nicht gesehen. Okay, haben wir sein Zimmer? Hä, wir haben immer noch nicht die Unordnung beseitigt? Wo hat er denn noch Dreck? Okay, also er trinkt offensichtlich viel, er nimmt Drogen, er trinkt und er hat sich die letzten 2 Wochen ausschließlich von Pizza, Bier und Chips ernährt. Der ist ein bisschen durch, der Gute. Okay,
Todds Zimmer. Jetzt gehen wir zu Alice. Weg da. Ups. Oh. Oh, will ich da jetzt rein, wenn er gerade rausgekommen ist? Ich glaube, ich gehe zuerst zu Alice. Oh nein, auch ein Bart. Ne, wir machen jetzt... Ja, okay, wir machen ihr Bart. Also er kam ja offensichtlich gerade aus dem Klo. Das muss nicht sein. Wisch den Boden, aufräumen. Wie einfach nur Sachen umgefallen sind, gell? Als ob das so schwierig wäre, das einfach selber zu machen. Ich will keinen abschalten. Wow. Also sie ist auf alle Fälle produktiv. Kara, kann man nicht meckern. So, Alice. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Okay, wir schauen uns das an. Klingt ja mehr Arbeit als... Es ist auch Arbeit. Kann ich nicht abstreiten. Ich habe eine sehr laute Tastatur, das ist in der Tat richtig. Aber dann kriegt ihr wenigstens mit, ob ich auch was tippe. Oder wie panisch ich tippe. So, Alice Bett auch gemacht. Oh, Shift. Jetzt wissen wir, dass man aus dem Fenster steigen kann. Jetzt reden wir mit ihr. Mich stört die Tastatur nicht, Gott sei Dank. Ist das wenigstens eine mechanische? Ja, ich habe eine mechanische. Oh mein Gott, freundlich! Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Du wirkst still, vielleicht so? Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Yeah, Weasel Time! Willkommen im Feierabend. Ich würde nicht nach der Mutter fragen. Wir fragen lieber nach Interessen. Was von dir? Was du gerne tust? Wo du gerne hingehst? Dein Lieblingsessen? Das würde mir sehr helfen. Wir sagen jetzt nochmal, dass wir Kara heißen, obwohl wir wissen, dass sie uns den Namen gegeben hat. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Okay. Zuverlässig. Ich glaube, so weit war ich beim ersten Mal auch nicht. Okay. Feierabend habe ich schon. Ich muss morgen trotzdem wieder zur Arbeit. Oh no. Du musst samstags arbeiten? Vielleicht kannst du wenigstens ausschlafen? So, jetzt öffnen wir ihre Box. Ja, Mann. Ja, Mann, du kannst ausschlafen oder ja, Mann, du musst am Samstag arbeiten. Kleeblatt. Ich finde, die Familie sieht der, die wir zuallererst gespielt haben, wo der Android durchgedreht ist, auch wahnsinnig ähnlich. Ich bin bis jetzt nicht drauf gekommen, ob das dasselbe Mädchen ist oder nicht.
9 bis 13 Uhr. Okay. Okay. Das ist, glaube ich, akzeptabel. Mit 8 Kaffee, kein Ding. Ja, das ist natürlich er in seinem Joggers, wie er Kara ohrfeigt. Ja, wir wissen ja, dass wir in der Reparatur waren. Wir haben es uns fast gedacht. Siehst du, wie bei ihr jetzt die Software instabil wurde? Okay. Was haben wir denn noch zu tun? Gehen wir zu. Wo ist sie eigentlich hingelaufen? Oh. Ja, es wird schon ausgelüftet haben jetzt. Okay, wow, wir haben alles erledigt, glaube ich. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst? Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Ne? Scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Ich fühle auch mit. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir die Quere und versaut mir alles. Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Krass, gell? Ich glaube, also viel konnten wir nicht falsch machen wahrscheinlich, aber wir haben einen Weg nach unten entdeckt und wir haben die Waffe gesehen. Nicht weinen, sonst weine ich auch. Ich gebe mir Mühe, dass ich nicht weinen muss. Wenigstens ist alles sauber. Jetzt stehen wir da, wir sind ein Android und wir haben eigentlich ja keine Gefühle und trotzdem sehen wir das und man merkt, es geht was in ihr vor und sie möchte ja irgendwie helfen und wir haben ja Mitleid mit der Kleinen, mit Alice. Alice gibt Kara einen Schlüssel, wir haben die Box geöffnet, das haben fast alle gemacht und wir haben fertig geputzt. Mach weiter. Nein, Wiesel, die Kara. Oh, entspannt, Marcus. Leg das Paket ab. Da. Paket geholt, Paket abgelegt. Wecke Karl. Okay, ich gehe einmal einen kurzen Weg. Genau, hier ist Esstisch. Silber gewinnt in 3 Zügen. Okay. Kann schon sein. Hey, das habe ich tatsächlich alles, glaube ich, das letzte Mal nicht gemacht. Klavier funktioniert. Oh,
das wäre der Hammer. Was für ein cooles Haus eigentlich. Erstmal aufräumen. Jetzt waren wir gerade im Flow am Putzen. Machen wir direkt weiter mit Marcus. So, alles schön hier seine Ordnung. Obwohl die jetzt da unten auch gut gelegen sind. Kurzer Check. Passt. Wir gehen jetzt erst noch hier hin. Wie die Türen einfach alle aufgehen. Zack, zack. Alles drauf. Ich bin eine super Hausfrau. Ich gebe mein Bestes. Gibt es noch was in der Küche zu holen? Mega Haus. Ah, okay, hier sind wir wieder draußen. Okay, dann schauen wir jetzt einfach mal nach oben. Okay, der Kronleuchter ist ein bisschen strange, oder? Wenn andere Spiele auch so eine Grafik hätten, ja. Manchmal ist es wirklich nur zu wünschen. Aber ich freue mich, dass es auch im Stream, dass ihr das auch mit guter Grafik genießen könnt. Hier die Giraffe hochschaut. Phasmophobia. Ey, ich bin froh, dass Phasmo nicht so eine Grafik hat. Obwohl ich da eh nicht lang genug hinschauen könnte. Wie war dein Verlauf eigentlich auf dem Dach am Anfang mit der Kleinen? Ich hab's geschafft, 100% Vertrauen zu gewinnen vom Androiden und dann hat er die Kleine losgelassen und dann wurde er vom Scharfschützen niedergestreckt. Was ziemlich tragisch ist. Weil ich war mir sicher, dass ich alles richtig gemacht habe und dann wurde er da niedergeschossen und sagt noch so, ich habe dir vertraut. Und ich denke mir so, ja, ich habe auch alles richtig gemacht eigentlich. Aber das erste Mal, als ich es gespielt habe, habe ich ihn runtergeschubst und die Kleine weg. Also ich habe Connor gerettet beim ersten Mal. Das war, glaube ich, auch das einzige Mal, dass ich Connor gerettet hatte. Und jetzt voll den Androiden verraten. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt, 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Zeigen Sie mir Ihren Arm, bitte, Karl. Nein. Karl?
Dankeschön. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Oh. Die Konversation gäbe es gar nicht, wenn ich nicht in diese in die Leute reingelaufen wäre, wahrscheinlich, oder? Crazy. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es die Möglichkeit gibt, nicht in die Demonstranten zu laufen. Und Karl würde mich gar nicht danach fragen. Weasel, das erste Mal habe ich nach meinen Emotionen gehandelt. Das Spiel verlangt aber mehr, wenn du alles freispielen willst. Was meinst du mit, das Spiel verlangt mehr, als nach Emotionen zu handeln? Dass man ein bisschen, dass man halt auch mal über den ersten Impuls hinweg sieht und sich bewusst anders entscheidet. In der Hinsicht ist das Spiel der Hammer, weil man einfach emotional handelt und im Nachhinein weiß man mehr. Es wäre schon cool, wenn man im Real Life auch manchmal die Option hätte, emotional zu handeln, dann herauszufinden, was der Outcome ist und dann zu sagen, ich mach's nochmal. Anders. Jetzt heben wir mal Karl auf. Bring ihn ins Bad. Dass man Arsch sein muss. Ja. Life is Strange habe ich auch schon. Life is Strange Before the Storm habe ich gespielt und Life is Strange 2 spiele ich gerade auf der PlayStation. Weil man spielt ja Mensch und KI. Ja. Ich verrate jetzt noch nicht so viel, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dass es Situationen gibt, wo man weiß, dass man beide Seiten betrachten muss. Karl ist aufgewacht. Bring Liegt heute Karl zum Esstisch. Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Ich kann gehen. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Doch, Life is Strange 1, das mit dem Zurückspulen, ist das nicht dieses Before the Storm? Doch, das habe ich gespielt, wo sie zurückspulen kann, die Max. Und dann Life is Strange 2, oder? Ist das da mit den beiden Jungs? Das spiele ich gerade. Ich muss sagen, die Geschichte mit den beiden Jungs, die ist super emotional, aber im Moment bin ich noch so ein bisschen lost. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll und deswegen... Ich warte. Oh mein Gott. Ja, I'm sorry, Karl. Ich komme. Karl hat keine... ist nicht damit einverstanden, hier das erwarten muss. Schieben wir ihn mal zum Essen. Ich hab Hunger. Ja, ich weiß. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Before the Storm ist Chloes Perspektive. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Chloes Perspektive gespielt habe. Muss ich nochmal nachschauen. Was spielst du sonst so für Games? Also, ich habe es in meiner Infobox heute mal aufgelistet, was ich alles gerne spiele. Ganz viele Story-Games mag ich gerne, aber wenn sie gruselig sind, komme ich oft an meine Grenzen, wenn ich mir so
Einscheiße. Da weiß ich, also manchmal breche ich dann ab, weil es zu krass ist. Ansonsten von Sims bis Anno eigentlich fast alles. Eigentlich fast alles. Aber ich bin froh über Hinweise. Wenn ihr coole Games habt, dann könnt ihr mir die gerne sagen. Vor allem habe ich jetzt vor, sowas auch öfter mal zu streamen. Dass man das einfach zusammen erlebt. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, klar. Such dir was zu tun. Ich kann mich gut erinnern, welche Beschäftigungen es gab und deswegen nehme ich jetzt die, die ich damals hätte nehmen wollen, aber nicht gemacht habe. Heute ist auch dein erstes Mal auf Twitch registriert. Als Kanal registriert oder als Zuschauer registriert? Fernseher aus. Menschen sind so deprimiert. Hitman 2 kommt nicht über das erste Level hinaus. Dummheit und Gewalt. Shame on me. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Nee, ihr habt dieses Intro gespielt. Seit dem ersten, ich komme einfach nicht über das erste Level hinaus. Einfach registriert, Weasel. Ja, cool. Also ich habe Ende 2019 aus Langeweile Twitch das erste Mal registriert, also mich angemeldet, weil ich nicht wusste, was, also ich habe immer gehört, dass die Leute Twitch anschauen und wusste nicht, was das bedeutet. YouTube, TikTok, Insta. Na, ich dachte, okay, gibst du dir mal Twitch und da bin ich voll hängen geblieben drauf. Und dann habe ich angefangen, die Spiele, die ich gesehen habe, dann auch zu spielen. Oder sie vorzuspielen, gerade so Story-Games wie jetzt, dass ich sie selber gespielt habe. Und dann habe ich nachträglich geschaut, wie die Streamer, denen ich gerne folge, das entschieden haben. Weil du dann nochmal die anderen Entscheidungen siehst. Das ist eigentlich ganz cool. Was spielen wir denn? Was Rätselhaftes. So, aufgepasst. Ich glaube, das reicht. Mann, was bin ich talentiert. Dein Klavierspiel hat sich verändert. Manchmal glaube ich, du bist menschlicher als die meisten Menschen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. So wahr, Karl. So wahr. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Ich hab das auch im Stream gesehen bei jemand anderem, dass man aufhören muss. Ja, Twitch sonst immer nur, ich sag mal, offline geschaut. Ich dachte dann, mir wird nichts anderes angezeigt. Und jetzt die Ernüchterung. Du bist doch die Erste, der ich folge. Weasel. Du wirst es nicht glauben, das ist auch heute mein erster Stream.
Dann haben wir heute beide unser erstes Mal quasi. Du bist der Erste, der du folgst und mein erstes Stream gleich. Na, wenn das hier nicht for a lifetime ist mit uns. Das freut mich, dass es dir gefällt. Also hoffe ich mal, wenn du folgst, dass es dir gefällt. So, dann packen wir mal Karl ein. Er kann die Augen nicht von der Giraffe lassen. So ein schönes Lied, was er gespielt hat. Glückwünsche an uns. Sehr schön. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Detroit ist ein richtig gutes Spiel. Das haben wir Delta zu verdanken, der hat sich das heute gewünscht, dass wir das streamen. Ich war mir nicht sicher, womit ich den ersten Stream beginnen soll. Delta hat gesagt, Detroit ist gut, mach das. Ja, gut, dann spielen wir es nochmal von vorne. Warte auf Anweisungen, das kann ich. Ich bin auf deine Kunst gespannt. Ich auch. Ist es so vielseitig? Achso, das Spiel insgesamt, aber bei der Kunst, glaube ich, gibt es hoffentlich nicht so viele Ideen. Super, Karl. Also, was hältst du davon, Marcus? Nicht gut. Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Ah, nein. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Habe ich doch gerade bewiesen. Am Klavier. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Das ist ein Blick. Ja, irgendetwas ist im Programm nicht vorhanden. Okay, wir suchen jetzt ein Motiv. Karls Bild würde ich nicht malen, weil ich ein Roboter bin und ich wahrscheinlich es einfach in Perfektion mache und das ist dann auch blöd. Ich mal den Tisch. Es geht um Interpretation, Verbesserung deiner eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Klar, also Copy-Pasten ist natürlich für ihn als Maschine leicht. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Als Künstler selbst reflektierend zu sein, ist sicherlich wichtig. Okay, wir schließen die Augen.
Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Mich beschäftigt jetzt das Thema Menschheit, weil wir so hart mit der Menschheit zusammengestoßen sind. Und dass ich mir Empathie wünschen würde. Schön. Hey Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Nur noch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja. Du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Das ist nett. Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Ach, Karl. Nimm es nicht ernst. Das war Leo. Das Bild hatte ich noch nie, wie geil. Aber ich auch nicht, aber es ist eigentlich ganz interessant, gell? Die blauen Hände und die roten Hände. Was wahrscheinlich, also ich interpretiere das jetzt mal so, dass es das Blut darstellt, oder? Die Androiden haben das blaue Blut, die Menschen haben das rote Blut. Kann es sein? Zwei Gegensätze, rot und blau, aber doch derselbe Stamm, zwei Hände. Ja. Der Rest der Welt hat sich für Identität entschieden, aber wenn sie Menschlichkeit gewählt haben, dann haben sie eher die Hoffnung gewählt. Okay, okay, wir machen einfach mal weiter. Oh mein Gott. Connor! Fun Fact, der Schauspieler, der Connor gespielt hat, ist selbst Streamer auf Twitch. Kann man sich anschauen. Er streamt zusammen mit seiner Frau englischsprachig. Mhm. Die Shard Games, glaube ich, nennen die sich. Was ich natürlich nur nachgeschaut habe, weil Connor vielleicht dezent heiß ist. Und weil ich ein bisschen schlechtes Gewissen hatte, da ich ihn so oft umgebracht hatte.
Halte die linke Maustaste. Gesichtserkennung. Jimmy Peterson, Geschäftsinhaber. Keine Vorstrafen. Edward Dempsey. Keine Vorstrafen. Ach so, okay. Jetzt habe ich ehrlicherweise kurz gestoppt, weil ich mir gedacht habe, 1995, schau dir den mal an. Aber wir sind ja 2038. Dann darf der natürlich schon so alt aussehen. Wenn du heute jemanden anschaust, der 1995 geboren ist, ist er noch nicht so fertig. Er sieht natürlich noch besser aus. Ja, Jarad ist echt ohne Scheiß. Aber er ist leider verheiratet. Die Frau sieht auch nicht schlecht aus im Stream. Hilft nichts. Nix, ich muss noch gucken. Kann ich den anschauen? Ja. Kim Johann ist arbeitslos. Häusliche Gewalt, dem sollten wir nicht begegnen. Jetzt stehe ich genauso, dass ich den hinten nicht scannen kann, oder? Ah doch. Derek Myers. Christopher Gray. Drogen am Steuer. Hank Anderson. Hab ich mir gedacht. Connor, komm schon, links rum. Das ist er doch. Ah, hier sprechen. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Das sind reale Fünfte Bar. Was willst du? Das ist erst die fünfte Bar. Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Nein, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Verständnisvoll. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Wir beharren jetzt mal. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisung hinstecken kannst? Nein. Nein. Oh, Connor. Oh, oh nein, auch mit Hank. Mit Hank mach ich's immer falsch. Wir holen ihm noch einen Drink. Ich spendiere ihn einen für unterwegs. Was sagst du? Oh Gott, wahrscheinlich kriegst du eine gescheuert. Barkeeper? Nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Okay. Ich hätte schwören können, dass er jetzt ausholt und mir einfach eine reinzimmert. Jetzt haben wir einen besoffenen Lieutenant. Connor, ob es das jetzt gebracht hat? Sagtest du Tötungsdelikt? Okay. Das habe ich das letzte Mal habe ich es komplett mit ihm verscherzt. Jetzt dachte ich gerade, der fährt die Leute um. Der verträgt es schon. Warum mögen alle Arschlöcher? Nein. Entschieden. Keine Chance. Ich komme mit Ihnen. Oh Gott. Hör zu, du musst echt aufhören, mich zu nerven, sonst kann es sein, dass dir morgen ein paar Teile fehlen. Mhm. Okay, ich bin vorsichtiger. Sorry. Boah, Hank und ich, wir werden keine Freunde. Merk schon. Aber wir steigen trotzdem aus, Connor. Komm. Just Darkness für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts.
da lang. Komm schon. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Ich schon. Oh, wir müssen... Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir müssen Hank ein bisschen mehr von uns überzeugen. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden. Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter an. Sein Mieter war mit der Zahlung. Noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Wir hören das Briefing uns so nebenbei an. Red Eyes. Besser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Drogen. Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen... Keine Fingerabdrücke. Okay. Android hinterlässt keine Fingerabdrücke. Ich brauche mal frische Luft. Das ist so cool. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Mhm. Also ist das halt Blut, okay. Warte erst. Da lang. Nix. Aber es sieht aus, als wäre mir ein Saugroboter. Da geht's nicht lang, da kann ich nicht hin. Es liegt vielleicht daran, dass ich so ein bisschen so verpeilt steuere. Ich weiß auch nicht, was ich mich so anstelle heute. Noch mehr getrocknetes Blut. 4 von 10. Fingerabdrücke. Aber es geht so schnell weg. Ich habe das in Erinnerung, dass das ein bisschen länger bleibt, ehrlich gesagt. Der Hinweis. Kaum Zeit ist zu lesen. Offiziell, Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es gibt nichts über Plastik. Eine Umfrage macht es offiziell, 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. 52% der Männer gaben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androidenliebe in der Luft. Ja, also ehrlicherweise, ich glaube, dass es mehr als 52% der Männer ausprobiert hätten. Also, da haben 30% gelogen. Es wurden diverse Gründe angegeben, aber wir glauben, den wahren Grund zu kennen. Androiden wollen hinterher nicht über ihre Gefühle reden. Der Bericht wurde vom Eden Club gesponsert. Diskretion ist unser zweiter Vorname. Okay, gesponserte Statistiken sind eben fragwürdig. Spioniert der Android sie aus? CyberLife könnte mithilfe seiner Androiden private Informationen sammeln. Wer eine Amazon-Sprachassistenz zu Hause stehen hat, kennt diese Problematik wahrscheinlich. Hast du kein Joypad für PC? Das ist so ein Controller, oder? Also ich spiele tatsächlich jetzt gerade mit Tastatur und Maus. Was in Ordnung ist, aber was das Laufen nicht gerade leicht macht. Ja, ich glaube, ich habe einen Controller da, aber ich habe ihn noch nie ausprobiert. Und das ist, wenn... Warte. Ich glaube, dass ich damit noch mehr Schwierigkeiten hätte, weil ich dann nicht weiß, wie die Tasten heißen. Und wenn dann ein Quicktime-Event ist und ich nicht weiß, wo die Taste ist, dann glaube ich, dann haben wir hier richtig ein Problem. Deswegen beharre ich lieber auf der Tastatur, da wo ich die Tastatur wenigstens kenne.
Nicht, dass sie hier das Ding hier gleich sprengen, weil ich nicht weiß, wo A, B, X, Y und sonst wo ist. Okay, immer mehr Experten weisen darauf hin, dass CyberLife seine 120 Millionen Androiden haben die im Umlauf, um Details von Privatgesprächen seiner Kunden aufzuzeichnen und an Handelspartner zu verkaufen. Haben Sie beim Dinner über Ihre Partnerin, mit Ihrer Partnerin über ein neues Auto gesprochen? CyberLife könnte diese Information für gezielte Werbung nutzen. Doch hier enden die Möglichkeiten nicht. Von unüberlegten Aussagen bis hin zu politischer Zugehörigkeit kann alles gespeichert und für ruchlose Zwecke genutzt werden. Ja, wer kennt's nicht? Sprich mal im Gegenwart von einem iPhone über etwas. Die Fülle an Berichten, die Warrens Präsidentschaft mit CyberLife verbinden, tragen zur allgemeinen Sorge bei. Mehrere Verbraucherschutzorganisationen fordern eine Offenlegung von CyberLife über die gesammelten. Okay. Wir haben es verstanden. Die Buchstaben sind perfekt. Hm. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Chris, oh, was ist das, was Gutes Opfers? Ja, ich denke schon. Mordwaffe wurde von hier genommen. Red Ice. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. Zwanghaftes Schreiben. Eine religiöse Opfergabe steht in der Dusche. Die Dusche hat mich beim ersten Mal komplett überfordert, was auch zur Folge hatte, dass ich mich dann später, dass ich was Falsches entschieden hatte. Wie viele haben wir denn jetzt? Sieben. Okay, wir gehen mal zum Opfer. Ist cool gemacht, wie er da drüber steigt. Okay. Carlos Ortiz. Wahrscheinlich 23.30 Uhr gestorben. Hat noch ein bisschen Drogen an der Nase oder Mund. Messerstiche. Innere Blutungen. Vor mehr als 19 Tagen verstorben. Also ich würde mal sagen, so viele Messerstiche würden schon mal auf Wut hindeuten. Fingerabdrücke. Übereinstimmung in Datenbank? Ja, das ist er halt auch. Das ist schon mal gut. Dann rekonstruieren wir das mal so weit, wie wir jetzt gekommen sind. Er stürzte über seine Bierflaschen. Hier wurde er das erste Mal erstochen oder angestochen. Und sie kamen aus der Küche. Ja, da hat er das Messer geholt und dann ist er ihm nach. Jetzt müssen wir rausfinden. Warum? 28 Stück. Ja. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. I am alive. In CyberLife Schrift. Okay, lass uns noch mal kurz in der Küche gucken. Hier ist auch Blut. Ein Beweis fehlt mir jetzt noch. Nee. Connor, lass liegen. Aber schon. Da habe ich schon rausgeschaut.
Okay. Er kommt bestimmt gleich. In der Küche hast du was übersehen? Ah ja. Aha. Baseballschläger mit Fingerabdrücken von Carlos. Carlos ist ja auch schon vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung. Beule. Hintergrund, heftiger Aufprall. Spuren von Tyrium. Da sieht man ihn zuschlagen. Abweichler nahm ein Messer. Abweichler wurde angegriffen. Also hat er den emotionalen Schock erlitten. Hier wurde angegriffen, emotionaler Schock. Nahm das Messer. Und hat ihm erstmal abgewehrt, okay. Er startet Bericht. So, jetzt können wir mal hier glänzen. Hank. Wo ist er? Achso. Ups. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann. In der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspur. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann... Ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Da hätte er halt auch von ihm ablassen können, gell? Dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. 28 Mal. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Mhm. Wir sind Connor. Wir können das. Es ist sehr zu dunkel. Könnt ihr es noch sehen? Gute Arbeit, Sherlock Biene. Sherlock Holmes habe ich auch noch im Köcher, das Spiel. Das müssen wir auch noch spielen. Okay. Wir brauchen... Uff.
Ich finde etwas zum Klettern. Genau, und die Leiter war nicht drin. Nehmen den Stuhl. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Crimes and Punishment müsste jetzt so spielen. Devil's Daughter habe ich schon. Warte mal, prüf mal schön. Auf so was anderes zu nehmen bei der Entscheidung war interessant, wie sie sich heute entscheidet. Das sind die Momente, wo ich wünschte, ich hätte die Helligkeitseinstellung auf 100%. Ich habe schon seine roten Kringel gesehen, glaube ich. Ach Gott. Ich habe mich nur verteidigt. Ich hätte ihn auch nicht finden können, oder? Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Nein. Dieses Pflichtbewusstsein hindert mich daran. Oh nein, stimmt. Wenn ich ihn einfach nicht gefunden hätte. Warum? Steht jetzt hier nicht. Lass ihn laufen. Wenn die Entscheidung gekommen wäre, verraten, nicht verraten, hätte ich gesagt, nee, nicht verraten. Ich komme nicht auf die Idee, dass ich ihn einfach bewusst nicht finde. Weil da steht, finde den Abweichler. Was macht Biene? Findet den Abweichler. Statt sich darüber Gedanken zu machen, lass ihn halt einfach gehen. Ja, blöd für dich, Kumpel, jetzt haben wir dich verpfiffen. Aber Hauptsache, wir haben unseren Job getan, gell? Offensichtlich made in Germany. Tun immer schön brav, was man von uns verlangt. Ein Graf erahnen, wenn du so genannt bist. Oh Gott, jetzt kommt Kara. Ach du Scheiße. Er hat doch einfach alles am Tisch liegen, auf Kinderhöhe. Okay, wir machen Essen. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Licht. Er ist schon voll auf Entzug. Schon lustig. Wir geben ihm mal besser zuerst, nicht dass er wieder einen Anfall kriegt. Jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Ja.
Was für ein Witz. Sei doch froh. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Oh, Alice. Was glotzt du so? Was ist dein scheiß Problem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Oh. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Hi, Erdinger, wir sind mitten in der emotionalen Szene. Das ist ihre Schuld, alles ihre Schuld. Ich werde dir zeigen. Ich werde dir... Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Ich habe gelernt. Natürlich bewegen wir uns. Weil wir lassen uns nämlich nicht sagen, wer wir sind. Schieb, Kara! Das ist nur in deinem Kopf. Beschütze Alice. Und das letzte Mal habe ich versucht, Todd zu überzeugen. Das möchte ich diesmal nicht. Oh Gott, jetzt kommen dann meine Laufskills hier zum Einsatz. Ganz großartig. Nein. In ihr Zimmer. Da. Schnell. Pack sie. Komm. Nimm sie. Oh nein, er kommt. Nein. Mit Alice wegrennen. Sehr. Achso, ich dachte, sie schließt ab. Was tust du? Du kommst mit mir. Aus dem Fenster, dachte ich. Girl. Ich dachte, wir haben doch das Fenster angeschaut. Oh nein. Ah. Oh. Was zur Hölle machst du hier? Du hattest einen Befehl. Nein, sie dürfen mir nichts tun. Ich kann machen, was ich will! Ich hab doch das Fenster angeschaut, Kara. Was? Steh auf! Komm! Kara, lauf! Da lässt sie sich jetzt Zeit. Zu deinem Besten! Das reicht jetzt! Lassen Sie sie! Was zur Hölle soll das? Los, verbiss dich und zwar sofort! Verstanden? Nein! Lassen Sie Alice sofort in Ruhe! Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein! Du bist ein verdammter Klumpen Plastik! Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Komm, den überleben wir, Kara, komm. Hör auf, tu ihn nicht!
Jetzt verpass ihm alleine, komm. Nein, D, weglaufen, komm. Ich muss selber laufen. Warum? Das, okay, nein, in den Garten, in den Garten. Das habe ich auch gelernt. Oh, ich bin doch echt gut in Quicktime. Komm schon. Achso, okay, ab im Bus. Oh. What? Ich finde, ich war wirklich gut im Quicktime-Event. Ich hab doch eigentlich fast jeden geschafft, oder? Jetzt warten wir. Wir waren doch vorher schon in dem Haus. Da haben wir die Waffe gefunden und wir haben gesehen, dass über ein Fluchtweg über das Fenster geht. Es war doch in Alice ihrem Raum das Fenster, oder nicht? Wo der Fluchtweg war. Warum sind wir denn nicht über das Fenster geflohen? Warum hat sie denn direkt in den Gang gezerrt? Ich dachte, wenn sie weiß, dass sie übers Fenster fliehen kann, dass sie dann daraus flieht. Ich habe gedacht, wir kommen vielleicht raus, ohne dass der das mitkriegt. Aber der ist ja echt super schnell. Lass mal kurz Blick auf die Welt tun. Ach, Leute haben den Bus auch nicht erwischt. Wie kommen denn die dann weg? Kara wird zum Abweichler gemacht. Das machen fast alle. Wer denn bitte nicht? Dann gehst du nach oben. Oh Gott, wie oft soll ich dieses Spiel spielen, bis einmal alles frei ist? Okay, wir haben Alice dann vor ihm erreicht und weggelaufen. Ich dachte, wir hätten uns versteckt. Es hat nicht geklappt, weil wir zu spät waren, glaube ich. Todd bringt Alice in ihr Zimmer. Dann sind wir zu spät, weil er uns zu Boden gestreckt hat. Man will alles machen. Ja, genau. Vor der Tür probiert, vor der Tür ist nicht offen. Okay, wir sind ihm entkommen. Das ist doch schon mal was, oder? So. Morgen wieder wäre nice. Ist das da eine Kratzsäule? Ja. Warte, ich gehe mal in den Talk. Tatsächlich ist das eine Kratzsäule. Willkommen in meinem Büro. Und das ist eine Kratzsäule. Ich habe zwei Miezekatzen. Ich weiß nicht, ob ihr sie im Hintergrund hören könnt. Die sich schon lautstark beschweren, dass sie gerne Abendessen hätten. Ich habe zwei Miezis. Ja, hast du es mir auch gehört? Auf dem Instagram-Account Simsebiene habe ich Fotos von den beiden. Oder zumindest von einer. Und der andere war in der Story zu sehen. Sie machen sich lautstark bemerkbar, wenn sie der Meinung sind, dass irgendwas nicht rechtens ist. Hey Leute, ich habe überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie viele Leute wir waren. Aber ich muss auf alle Fälle sagen, für meinen ersten Stream bin ich hellauf begeistert. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr so aktiv im Chat wart. Das hat es mir auf alle Fälle sehr erleichtert. Nochmal ganz, 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 ganz großes Danke dafür, dass ihr mir das erleichtert habt. Alles klar, Leute. Einen schönen Abend. Sagt nochmal vielen Dank. Bis morgen.